Hast du schon einmal eine Waage gesehen, die mit der man die Masse einiger Materialien misst, indem man sie mit der Masse von definierten Gewichtseinheiten vergleicht? Wenn ja, hast du vielleicht bemerkt, dass ohne eine gleiche Masse auf beiden Seiten die Waage in Richtung der leichteren Masse kippt. Stell dir nun die Waage als unsere Gesellschaft vor, die leichtere Masse als die Rechte der Frauen und die schwerere Seite als die Rechte der Männer. Das ist die aktuelle Situation unserer Gesellschaft. Unsere einzige definierte Waage. Nun wirst du dich fragen, was ist falsch daran, dass die Waage unausgewogen ist. Ich werde deine Frage beantworten, aber auf eine andere Art und Weise. Lass mich damit beginnen, was daran richtig ist, dass die Waage ausgeglichen ist. Denk an eine Münze, eine Standard-Kupfermünze. Wenn du sie wirfst, ist die Wahrscheinlichkeit, auf einer Seite zu landen, mathematisch gesehen, genau halb so groß. Warum ist sie ausgeglichen? Symmetrie. Symmetrie ist wunderschön. Man kann sie überall in der Natur sehen. Warum existiert sie? Um daran zu erinnern, dass man alle Produkte der Natur gleich behandeln soll, die Dinge ins Gleichgewicht bringen soll. Bei uns Menschen ist es genauso. Es gibt eine Symmetrie zwischen uns, Männer und Frauen, die uns definiert und uns unsere Rolle in diesem Universum gibt. Keine Münze ist so verzerrt, dass sie immer auf einer Seite landet. Oder warum sollte ein Ungleichgewicht, also im Fall des Geschlechts, existieren? Der Dichter Qazi Nazrul Islam hat all diese Gedanken einmal in seinem Gedicht Nari, was Bengali für Frau heißt, verpackt. Eine der Zeilen dieses Gedichtes lautet direkt übersetzt: Vorbei ist das Zeitalter, in dem der Mann nicht der Diener, sondern die Frau die Magd war. Dies ist das Zeitalter der Empathie, des Menschseins, das Zeitalter der Gleichberechtigung, und niemand sollte der Gefangene der anderen sein. Wenn der Mann die Frau einsperrt, wird der Mann eines Tages in demselben Gefängnis leiden und sterben, das er geschaffen hat. Etwas Bemerkenswertes ist, dass der Dichter 1899 geboren wurde und 1976 starb. Das deutet darauf hin, dass das Bedürfnis nach Veränderung, das Bedürfnis nach einer Art Aufstand gegen die Gesellschaft schon lange ausgerufen wurde und immer noch kein Gehör gefunden hat. Der Weg, den ein Mensch beschreitet, der sich selbst als ein Fragment Gottes erkennt, dieser Weg wird Dharma genannt, was so viel wie Gerechtigkeit heißt. Wenn ein Mensch weiß, dass er ein Fragment Gottes ist, weiß er, dass die Schöpfung Gott ist und Gott die Schöpfung. Der Mensch, der dies begreift, ist nicht grausam und hart zu anderen Menschen und Tieren. Er weiß, dass die Amputation eines Organs nicht nur diesem Organ Schmerzen zufügt. Der Schmerz wird vom ganzen Körper empfunden. Solange auch nur ein einziger Mensch in dieser Welt leidet, kann niemand wahre Freude empfinden. Wenn jemand dich nicht begreift, kann er anderen gegenüber hart, grausam und egoistisch sein.
nur um seines eigenen Komfort und Vergnügens willen fügt er anderen Leid zu. Er diskriminiert Frauen und fügt ihnen Schmerzen zu. Damit verbaut er sich den Weg zu Gott. Seit langer Zeit werden Frauen belächelt und kritisiert, wenn sie versuchen, für sich selbst einzustehen und gegen die Geschlechterungerechtigkeit zu kämpfen. Obwohl sich dieses globale Problem verringert hat, ist es nicht aus unseren Köpfen verschwunden. Die Leute sind verwirrt, weil sie annehmen, dass Feminismus weibliche Überlegenheit verlangt. Aber das ist nicht so. Es bedeutet einfach nur gleiche Rechte und Respekt für Frauen, dass eine Balance hergestellt wird. Die Annahme, dass Männer besser sind als Frauen, wird letztendlich jedes Land zerstören. Wir müssen uns daran erinnern, dass Frauen aus Fleisch und Blut sind wie wir und doch wird auf sie herabgesehen. Die Erziehung zur Gleichberechtigung muss schon in jungen Jahren von der Familie ausgehen. Jungen und Mädchen müssen lernen, einander zu respektieren und zwischen richtig und falsch zu unterscheiden. Den Frauen, die missbraucht oder angegriffen wurden, muss geholfen werden. Ihre Rechte müssen von unserer Regierung verteidigt werden. Der Beitrag der Männer zur Gleichberechtigung ist sehr wichtig und wird großen Einfluss haben, wenn er stärker wird. Letztendlich ist die Hauptsache die Zusammenarbeit und das Verständnis zwischen jedem einzelnen Menschen. Jeder hat seine eigenen Talente, die uns alle bereichern werden. Deswegen müssen wir alle auf eine bessere Welt hinarbeiten. Thank you.